zur Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich, es klingt hart, aber es ist einfach so. Normalerweise ist ja alle in einen Raum und dann machen lassen. Die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich, aber wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist. Mit den Stimmen zum Spiel. Mit den Verlierern des Tages. Wir waren uns wahrscheinlich ungenannt. Da muss man wirklich sagen, dass wir es nicht verdient haben, in Richtung dritten Platz zu schauen. Heute, ja, für diese Mannschaftsleistung, ich denke, unseren Fans gegenüber muss sich auch jeder Einzelne schämen, was er hier heute die zweite Halbzeit abgerufen hat. Ja, denn das war ja, fast schon zum Totlachen. Ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich. Diese bittere Niederlage, und das ist ja den Gesichtern abzusehen und abzulesen. Hier ist Loren gegen Regensburg und dann hier diese bittere Niederlage. Und das ist ja den Gesichtern abzusehen und abzulesen. 0:1 verloren gegen Regensburg und dann hier diese bittere Niederlage. Und das ist ja den Gesichtern abzusehen und abzulesen. Hier ist eine Menge schiefgelaufen. Guido Solus dann mit den Stimmen zum Spiel, mit den Verlierern des Tages. Wir waren uns wahrscheinlich unserer Sache schon zu sicher. Klare Aufforderung an die Mannschaft in der Halbzeit, weiter hochkonzentriert zu sein. Aber wer die Gegentore gesehen hat, da muss man wirklich sagen, dass wir es nicht verdient haben, in Richtung dritten Platz zu schauen. Heute führst du 3:1 auswärts bei einer Mannschaft, die tot ist, ja, die nicht mal von 1000 eigenen Fans unterstützt wird. Und dann passiert genau wieder dasselbe wie die Saison, die ganze Rückrunde eigentlich. Also ich persönlich schäme mich heute für diese Leistung, ja, für diese Mannschaftsleistung. Ich denke, unseren Fans gegenüber muss sich auch jeder Einzelne schämen, was er hier heute die zweite Halbzeit abgerufen hat. Ja, denn das war fast schon zum Totlachen. Ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso. Wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso. Es ist wahrscheinlich fast schon zum Totlachen. Ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso. Es ist wahrscheinlich. Es klingt hart, aber es ist einfach so. Normalerweise alle in einen Raum und dann machen lassen. Guido Solus dann mit den Stimmen zum Spiel, mit den Verlierern des Tages. Also ich persönlich schäme mich heute für diese, ja, denn das war fast schon zum Totlachen. Ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich, es klingt hart, aber es ist einfach so. Normalerweise alle in einen Raum und dann machen lassen. Worte und dass sie dort alle ja fast schon zum Totlachen. Ich glaube, wir sind die dümmste Mannschaft Deutschlands. Ich glaube, über uns kann man nur lachen. Ich weiß nicht wieso, es ist wahrscheinlich, es klingt hart, aber es ist einfach so. Lassen.